Man muss einfach zeigen, dass es geht, dass es funktioniert, dass es auch nicht mehr kostet. Ja, der Lehm ist für Entwicklungsländer und ihr baut es mit Beton und so. Ich glaube, wir müssen aufhören zu sagen, alle müssen so bauen wie in Europa. Ich bin ganz bewegt, an diesem historischen Moment hier teilnehmen zu dürfen. Think Earth. Ja, Lehm hat zwei Nachteile. Er ist wasserlöslich und er ist nicht so fest. Und da sage ich, Quatsch. Es könnte auch ein Quantensprung passieren im Lehmbau. Und sie hat gesagt, ich fahre da wieder hin, ich baue das Ganze jetzt. Es gibt das Thema Lehmbau hier an der TU eigentlich schon lang. Im Prinzip gliedert sie die Präsentation in die drei Bereiche Bauprojekte, Ausbildung und Netzwerk. Jeder, der ein gewisses Grundwissen hat, sollte das auch weitergeben, weil das ist das Wichtige für die Kinder. Die großen Probleme, die wir jetzt haben mit dem Lehmbau, mit dem historischen im Weinviertel, ist, dass er falsch saniert worden ist. Das heißt, der Lehmbau ist eingesperrt worden, Zementputz ist draufgekommen, hochdichte Fenster, Sperrschichten im Boden, Sperrschichten in der Decke und plötzlich ist das Haus feucht und beginnt zu schimmeln, obwohl es 200 Jahre kein Problem gab. Aber da ist einfach die Feuchtigkeit, die sich natürlich im Lehm befindet, eingesperrt, sie kann nirgends mehr raus und dann bilden sich feuchte Stellen. Aber es braucht natürlich einen gewissen Mut zu sagen, diese ganzen hochdichten Materialien gehen wir jetzt wieder weg, weil das eigentlich nicht mehr unserer heutigen Norm oder unserem heutigen Standard entspricht. Aber genau das braucht eben der Lehm, der muss atmen können, der braucht Luft. Hier wurde ein eigentlich leicht zu sanierendes Lehmziegelhaus, so mit 120 Quadratmeter, unter der Bauberatung eines laut Homepage auf Altbausanierung ausgerichteten Wiener Architektenbüro durchgeführt. Sie schauen, wenn Sie links unten schauen, ja, man hat eigentlich in diesem Fall unnötigerweise eine Horizontalabdichtung eingeführt, um das alte Haus auf modernen Stand zu bringen. Dann hat man, ist man auf einen Stein gestoßen und ist dann davon wieder abgekommen. Mit entsprechenden Folgen. Zuletzt hat mir der Bauherr versichert, er hat schon 300.000 Euro hineingesteckt und kann noch immer nicht drinnen wohnen. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil das spricht sich herum. Und es sind leider keine Einzelfälle. Aber auch was die Qualität eines Lehmputzes, auch der muss ja richtig gemacht sein, was er kann, was er nicht kann. Was er nicht kann, ist auch nicht so ganz bewusst. Dann, dass man Lehm ja auch einsetzen kann im Innenbereich, zum Beispiel als die erste Wand parallel zur Fensterfront, südorientiert als Speichermedium, ist auch, glaube ich, viel zu wenig bekannt, dass es ein haptischer Baustoff ist, der auch im Neubau mit sehr gut harmoniert mit oder konkurrenziert oder im Gegensatz steht zu vielen technischen Elementen eines Neubaus. Gleichzeitig spielt der Lehm natürlich auch seine raumregulierenden Eigenschaften aus. Die bekannten Vorteile von Lehm wie Feuchtigkeitsregulierung, raumakustische Verbesserung, Bindung von Gerüchen, ihr kennt das alle. Und vor allem hat aber Lehm eine sehr, sehr hohe Speichermasse. Ich habe auch eine ganze Menge Diplomarbeiten betreut und immer wieder heißt es dann, ja, Lehm hat zwei Nachteile, er ist wasserlöslich. Und er ist nicht so fest. Und da sage ich, Quatsch. Ja, jeder Baustoff da, wo er hingehört. Und diese Weichheit von Lehmbaustoffen, die sind zum Beispiel dort genau an der richtigen Stelle. Was auch in Deutschland im Lehmbaualltag unglaublich häufig praktiziert wird, ist inzwischen die Lehminnendämmung von historischen Fassaden, die nicht außen gedämmt werden können. Hier sind diese Eigenschaften Kapillaraktivität, Diffusionsoffenheit genau das Richtige, um sogenannte kapillaraktive, diffusionsoffene Innendämmung realisieren zu können.
Diese kapillaraktiven, diffusionsoffenen Innendämmungen werden also nicht nur realisiert bei Lehmbauten, sondern bei Ziegelbauten, auch bei Natursteinbauten. Ist für mich das fantastische Bindeglied zwischen der Entwicklung und der Architektur und der architektonischen Gestaltung gewesen, weil das genau das Material ist, das erstens mal überall vorhanden ist und zum anderen wirklich so gesund ist für den Menschen, für die Umwelt und für die Gesellschaft, weil es Arbeitsplätze schafft und natürlich darüber hinaus auch noch wunderschön ist. Und das ist für mich einfach das Fantastische an diesem Material und da kommt meine Motivation davon her, damit zu arbeiten. Ein Buch zur Baugeschichte, Lehmbaugeschichte Österreichs und da so als Schlusspunkt einer der größten Eindrücke auf mich war, dass es im 18. Jahrhundert Wirtschaftswachstum gegeben hat, aber ohne fossile Energie, ohne fossile Rohstoffe und siehe da, der Lehmbau ist aufgeblüht. Ja? Aber nicht aus ideellen Gründen, sondern einfach aus beinharten kommerziellen Hintergründen, weil damals eben noch das Geld, der Preis am Markt, die wirklichen Kosten wieder gespiegelt hat. Jetzt ist wieder Schwung dahinter und es entstehen jetzt wirklich von bengalischen Kolleginnen und Kollegen wirklich tolle Projekte und es wird jetzt schon durchaus anders gesehen. Was jetzt einfach noch fehlt, ist ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, ja, der Lehm ist für Entwicklungsländer und ihr baut es mit Beton und so. Also ich denke, wo wir nicht drum rumkommen, ist, dass wir hier einfach auch beweisen, dass es ein unheimlich wertvolles Material ist. Beton ist eigentlich eine Mischung von einem oder meist mehreren Tonmineralen plus einer Reihe von Begleitmineralen. Das sind Quarz, Feldspäte, Carbonate, Zeolite. Und Ton ist bei Aufnahme von Wasser plastisch unverformbar. Das wissen wir seit 15.000 Jahren. Es gibt im Lehmbau so ein bisschen zwei Fraktionen. Es gibt eine Fraktion der Begründer des modernen Lehmbaus, die daran interessiert waren, dass man Material lokal verwenden kann, lokales Material, aus baukulturellen Gründen, aus ökologischen Gründen, auch aus sozialen Gründen, wo entsteht die Wertschöpfung. Und dann gibt es eine zweite Fraktion, die sagt, wir müssen moderne Baustoffe entwickeln, die normiert sind, die im regulären Baustoffhandel erhältlich sind, die einfach zu verarbeiten sind, auch von nicht spezialisierten Handwerkern und Firmen. Und ich sehe eigentlich keinen Widerspruch zwischen den zwei Fraktionen. Ich habe sogar versucht, eigentlich so eine Art Synergie zu finden in der Entwicklung von meinem Element. Und zwar in der Art, dass ich gesagt habe, für die Anteile von Lehm, die ich verwende, nämlich diese Grobputzschicht, würde ich gerne lokales Material verwenden, also lokalen Lehm, weil ich davon sehr viel brauche. Das heißt, im Idealfall habe ich einen Aushub, der besteht aus Lehm, Sand, Kies. Ich muss den eventuell etwas aufbereiten, aber in vielen Fällen passt er mehr oder weniger. Ein schöner Satz von Konfuzius, den ich mir da aufgeschrieben habe. Was du zu mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich. Also ganz wichtig anscheinend auch im Lehmbau diese Praxis. Wenn wir das aber bei uns an der TU zum Beispiel anschauen, ist es wirklich der Lehmbau, der diesen Ansatz hat, von Anfang an praktisch auch zu agieren. Also ganz grundsätzlich glaube ich, dass einfach Praktiker das Verständnis für das Material selbst fördern und überhaupt erst entstehen lassen. Vieles kennen wir aus unserer Wohnerfahrung. Lehm gehört oft nicht dazu. Und ich glaube, dass das schon diese Praktikas braucht, um das wirklich kennenzulernen. Ich glaube, es wäre dringendst an der Zeit, dass auf der akademischen Ebene dahingehend eine qualifizierte Ausbildung mit möglicherweise auch einem entsprechenden Abschluss stattfindet. Wie kann man den Lehmbau so vermitteln, dass der auch für breitere Kreise, dass die Vorteile verständlich werden und dass es eine Breitenwirkung gibt? Also ich empfehle sehr, sich mit diesen Lehmbau-Leuten und Freunden in Frankreich zu vernetzen, weil dort gibt es wirklich
einen großen Fundus, den man nutzen kann. Das ist das Lehmbürohaus in Dattendorf von Roland Meingast, wo viele Lehmbautechniken gezeigt werden. Ich schaue mir es deshalb immer wieder jedes Jahr gerne mit Studenten an, weil man sieht, wie gut es altern kann, weil man alle Techniken auch spezifisch sehen kann. Das heißt, man muss das Material spüren, man muss es angreifen, man muss damit arbeiten, um wirklich die Qualitäten erfahren zu können. Das war der Hintergrund, warum wir uns entschlossen haben, eben auch praktische Seminare anzubieten. Die Nachfrage ist auch sehr groß. Die Studenten arbeiten sehr gern mit dem Material, weil sie gerade im Zuge ihres Studiums eigentlich wenig Möglichkeiten haben, auch wirklich praktisch mit Materialien zu arbeiten, und der Lehm bietet sich an. In Schopron haben wir vor 4 Jahren begonnen, eigentlich in sehr kleinem, experimentellen Umfeld. Das heißt, wir haben verschiedene Ausfachungstechniken ausprobiert. Wir hatten dort ein Holzständerhaus, das eigentlich nicht ausgefacht war. Das heißt, da konnten wir experimentieren. Und wir haben eben begonnen mit Wurzelmauerwerk, mit Leichtlehmtechnik, mit Lehmziegelmauerwerk. Eigentlich ohne sehr viel Vorerfahrung. Aber das ist das Schöne am Lehm. Man besorgt sich Lehm, man geht hin und beginnt einfach zu bauen. Und damit fängt dann auch die Faszination mit dem Material an. Und eigentlich fast alle Studentinnen und Studenten, die daran teilnehmen, befassen sich auch danach noch sehr gern mit dem Material. Und halt natürlich mit dem Herbert Gruber zusammen machen wir Strohballenbau. Da haben wir auch jedes Monat ein Seminar. Und der Lehmbau gehört da natürlich dazu. Mhm. Und so also trifft man schon eine ganze Menge an möglichen Kunden auch natürlich, nicht? Weil nicht jeder, der jetzt ein Lehmbau-Seminar macht, macht dann den Lehmbau selber. Manche kommen drauf, dass das überhaupt nichts ist für einen. Dann ist es auch eine super Erkenntnis, und ich weiß, das kann ich nicht selber machen. Aber dann kenne ich dann jemanden, der das machen kann, nicht? Oder es, aus der Gruppe finden sich ein paar zusammen und sagen, hey, du hilfst mir, ich helfe dir, und so kann man einfach da super Sachen machen. Also einfach raustragen. Wie ihr wisst, ist es so, dass Praxis natürlich im Lehmbau eigentlich unumgänglich ist, und darum finden wir, dass es unglaublich wichtig ist, auch dass Studenten auch mal dieses Material in die Hand nehmen und das wirklich mal testen und wirklich sehen, wie kann man damit bauen, wie fühlt sich das an, wie kann man mit dem umgehen. Dazu haben wir diese Summer School ins Leben gerufen. Das wird alle 2 Jahre stattfinden oder findet alle 2 Jahre statt. Es sind 60 Teilnehmer aus 40 Nationen und es ist, einige warten schon mal da. Es ist immer eine sehr erlebnisreiche 2 Wochen, und ich bin eigentlich auch dazu zum Base Habitat dazugekommen. Ich bin von Martin Rauch gekommen und habe einen Stampflehm-Workshop gemacht. Es ist unglaublich zu sehen, wie viel sich tut in diesem Feld. Das ist nur die Teilnehmerkarte aus 2014, wo man einfach sieht, mit unserer kleinen Summer School können wir weltweit Leute nach Österreich locken. Und es ist eine irrsinnig positive Dynamik auch zu spüren, die uns sehr positiv stimmt, wo man sagt, es tut sich was, es ist wirklich weltweit zunehmend ein Thema, sich mit Lehm- und Bambusbau zu beschäftigen. Das ist unser neuestes Projekt. Wir waren heuer im Sommer in Ghana und haben eine Cafeteria für eine Schule in Sang, einem kleinen Dorf im Nordosten von Ghana, gebaut. 2 ehemalige Studenten, sie sind gerade gekommen, die Anna Schweiger und der Jaap Willemsen, haben einen dafür ausgeschriebenen Wettbewerb gewonnen und wurden eingeladen, diesen umzusetzen. Vom Juni bis Ende September waren dann insgesamt 30 Studenten immer in kleinen Gruppen vor Ort und haben die Schule gebaut. Die Cafeteria wurde in Stampflehmbauweise errichtet. Der Lehm ist sehr steinig, ähnlich wie in Marokko, eignet sich besonders gut für den Stampflehmbau, das heißt, man braucht ihn kaum zu mischen. Diese Bauweise hat zwar vor Ort keine Tradition, dafür waren die lokalen Bauarbeiter recht begeistert, hier mal etwas Neues zu lernen, und ich finde, das ist auch ein wirklich schönes Projekt geworden. Es ist sehr gut gelungen, und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, wie mit Lehm umzugehen ist, vor allem was Lehm kann und wie das Bauen einfacher wird mit Lehm. Also dieses Lehmhaus in Mitterrettsbach hat zum Beispiel keinerlei Abdichtungen bekommen am Sockel, weder vertikale noch horizontale, sondern der gesamte Aufbau ist so, dass die Feuchtigkeit gemanagt wird.
Und das funktioniert jetzt seit 2007, über 10 Jahre. Und die Beobachtungen sind so, dass dort keine Fugenbildung im Boden stattfindet, also das System funktioniert. Und wesentlich ist halt nur die Baustoffe auf dieses Baustofflehm abzustimmen, auch auf die Eigenschaften vor allem abzustimmen. Also man muss sich sehr viel mit den Eigenschaften dieses Baustoffes konstruktiv und bauphysikalisch auseinandersetzen. Und dann erkennt man einfach, dass man mit diesem Baustoff viele Sachen ersetzen kann. Und ich bin überzeugt davon, dass man damit sehr viel einfacher bauen kann. Ne? In Deutschland gibt es den Dachverband Lehm seit 25 Jahren, die IG Lehm in der Schweiz gibt es auch ungefähr seit 25 Jahren. Das heißt, Österreich hat da ein Vierteljahrhundert eigentlich nachzuholen. Die Lehmbaustoffhersteller, die im Verband organisiert sind, jetzt nach einer schnellen Einführung einer vierten Norm für Lehmplatten gebettelt haben, ja, richtig drum gefleht haben. Und da ging es zum Beispiel um folgenden Grund. Es gibt einfach sehr viele schlechte Nachahmerprodukte von der klassischen Baustoffindustrie. Und dann gibt es eben Lehmplatten, die aus Gips bestehen und wo so ein bisschen ein paar Tonkrümel drin sind, und die werden dann als Lehmbauplatten verkauft. Und es gab eben Lehmputze auf dem Markt, ein Produkt zum Beispiel Legito, ja, da steckt das schon drin, Lehmgipston. Und so weiter und so fort. Das heißt, die Hersteller, die deutschen Hersteller, wollen diese, die im Verband organisierten Hersteller, wollen diese Norm, weil es einen Schutz bietet gegen schlechte Nachahmerprodukte. Die Materialien, die wir verwenden in unserem Element, sind im Grunde genommen genau dieselben Materialien, also Holz, Stroh und Lehm, also die Kombination von Lehm und Stroh. Das nennt man auch Leichtlehm heutzutage, hat keine sehr guten Dämmwerte. Dadurch, dass wir eine Art Kerndämmung haben aus Stroh, also eine reine Dämmung im Inneren des Elements, und den Lehm auf die Innenseite bringen von diesem Stroh, können wir Passivhausqualität erreichen. Das heißt, schon mit einer etwa 40 cm starken Wand aus unserem System kann man Häuser bauen, die passivhaustauglich sind. Das heißt, wir schöpfen eigentlich aus jahrtausendealten Erfahrungen im Grunde genommen. Es gibt ein weiteres Teil in diesem sehr einfachen Aufbau, also dieser sandwichartige Aufbau, innen Lehm, Stroh, und außen verwenden wir noch eine Holzfaserdämmplatte. Das ist eine etwas neuere Entwicklung, die wird industriell hergestellt aus Holzabfällen. Und die Holzfaserplatte, die wir verwenden, ist 4 cm stark. Man kann sie verputzen oder mit einer hinterlüfteten Verkleidung als Fassade belegen. Der zweite Vorteil, den sie hat, sie ist diffusionsoffen. Das heißt, die Feuchtigkeit kann in der Konstruktion von innen nach außen und von außen nach innen wandern, sodass niemals Kondensat in der Dämmebene oder auf der Oberfläche irgendwo entsteht. Und das ist sehr wichtig für die Schadensfreiheit, für die Schimmelfreiheit von so einer Konstruktion. Und ich glaube, dass man auf die Art und Weise auch diesen Challenge, dieser Herausforderung begegnen kann, solche Elemente tatsächlich wirtschaftlich tragbar zu machen. Also dass die auch im genossenschaftlichen Wohnungsbau zur Anwendung kommen können, auch im Gewerbebau, weil das war bisher eigentlich so ein bisschen die Krux von der ganzen Sache. Ich bin nicht der Erste, der solche Elemente entwickelt, aber ich hoffe, dass ich vielleicht der Erste bin, die das in einem größeren Maßstab einsetzen kann. Und ich habe hier einen Lehm-Estrich entwickelt, der den Anforderungen im Geschossbau aber standhalten muss, sprich die Trittschallanforderungen erfüllen muss. Es handelt sich hier um einen Hybrid einer klassischen Lagerholzkonstruktion, sieht man hier, wo dazwischen ein Lehmestrich eingebracht wurde, der eine Fußbodenheizung noch mit einschließt. Damit komme ich zu meinem zweiten Beispiel, dem erwähnten Holz-Lehm-Verbundsystem, das jetzt endlich patentrechtlich so weit ist, dass ich es auch öffentlich präsentieren kann. Ausgangspunkt dieses Forschungsprojektes ist wieder der Holzbau, in dem Fall der Holzrahmenbau.
Der Holzrahmenbau ist im Wesentlichen eine sehr taugliche Konstruktionsart für den verdichteten Flachbau, also Gebäude bis zu 3 Geschosse zum Beispiel, weil der Ressourcenverbrauch an Holz sehr gering ist und zum Zweiten die Konstruktion ohne Holzwerkstoffe auskommen könnte. Ziel dieses Forschungsprojektes war, all diese vorher genannten Stoffe und vor allem auch die ungenannten, die für die Herstellung dieser Schutzschichten notwendig sind, zu ersetzen. In dem Fall mit diesen 3 Stoffen, Holz, Lehm und Flachs. Das Wandelement hat also im Aufbau, im Minimum jetzt betrachtet, folgenden Aufbau. Innen eine 10 bis 12 cm schwere Lehmschicht, die auf einer Rauschalung aufgebracht wird. Dann eine im Minimum 14 cm starke Holzriegelkonstruktion mit dazwischen liegender Holzfaserdämmung und außen eine 6 bis 8 cm leichte Lehmschicht. Dieser Aufbau entspricht einem U-Wert von 0,25 bei einer Wandstärke von 36,5 cm. Folglich haben wir jetzt gerade in diesem Jahr eine Wanderausstellung konzipiert, wo es mehr darum gehen sollte, wie man eigentlich mit Lehmbaustoffen überhaupt konkret bauen kann, wer damit bauen kann, wer das planen kann. Das sind Bilder einer Ausstellung mit dem Titel Think Earth, wo wir kooperiert haben mit der Professur für nachhaltiges Bauen, die bei den Bauingenieuren angesiedelt ist, von Guillaume Aber. Und hier war der Fokus eigentlich auf die Ressource und Aushubmaterial als Ressource. Also es gibt den Begriff Urban Mining, das heißt die Stadt als Rohstofflager, und das ist ein Schwerpunkt dort an dieser Professur, und wir haben das hier in dieses Ausstellungskonzept mit einbezogen. Also wie wäre es, wenn man Lehm aus Aushubmaterial aufbereiten, verwenden könnte für moderne Lehmbaukonstruktionen? Das steht ein bisschen neben oder parallel zu dieser ganzen Logik von den Produkten, die man halt in der Schweiz vor allem importiert, aus Deutschland. Es gibt auch ein paar kleinere Hersteller. Das Einfachste ist noch, etwas mit Lehm zu verputzen, aber das genügt im Normalfall leider nicht. Und da haben wir die großen Probleme, dass wir die geeigneten Fachfirmen einfach überhaupt nicht haben. Es gibt sehr viele sehr gute Lehmbauer in Österreich, es gibt viele Firmen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt Handwerker, es gibt Putzfirmen, es gibt durchaus sehr gute Projekte auch in der Erhaltung und Sanierung. Das Problem ist, dass diese Fachleute eigentlich kaum vernetzt sind. Jeder macht seine Projekte, was gut ist, es werden auch gute Projekte gemacht. Wenn man jetzt den Lehmbau aber propagieren will, dem Ganzen mehr Gewicht verleihen will, ihn auch bekannt machen will, das Wissen darum verbreiten will, braucht es trotzdem gewisse Strukturen einer gewissen Organisation. Und das kann man eigentlich nur gemeinschaftlich schaffen. Wir haben zwar angefangen, uns ein bisschen damit auseinanderzusetzen, und der Hubert Feigelsdorfer ist ja auch regelmäßig zum Sensibilisieren bei unseren Workshops in Mauerbach, aber da müsste man wirklich gezielt mehr machen. Es gibt einiges, was in Richtung der Studierenden läuft, das finde ich großartig, aber ich denke, man sollte auch zukünftig mehr wirklich die ausführenden Handwerker, eventuell auch Restauratoren, mal für diese Thematik überhaupt interessieren. Also ich als Planer stoße sehr oft an die Grenzen, dass ich von der Industrie keine Baustoffe zur Verfügung gestellt bekomme oder zumindest keine entsprechenden Prüfungen und Zertifikate zur Verfügung bekomme, um das einzusetzen. Und das sind jetzt halt hier im privaten Bereich Möglichkeiten, aber das ist prototypisch zu sehen, aber es muss natürlich rauskommen, und dafür müsste von der Industrie viel, viel mehr getan werden. Ja, es wollen sehr viele in diesem Bereich bleiben, weil das so eine gewisse Faszination hat, das Material, das einem nicht so schnell loslässt. Kommen dann auch viele nach absolvierter Diplomarbeit oder Beschäftigung mit dem Material zu mir und fragen, ja, wissen Sie, wo ich mich da jetzt bewerben kann? Und das ist eine sehr schwierige Sache natürlich in Österreich. Es gibt kaum jetzt Architekturbüro, die sich da drauf spezialisiert haben. In den Handwerksbetrieben gibt es auch noch wenig Möglichkeit. Einige sind mittlerweile nach Deutschland gegangen, in größere Büros. Es ist wirklich nach wie vor so ein bisschen dieses Create Your Own Job, diese Herangehensweise.
wenn man jetzt engagiert ist und euphorisch ist, in die Richtung was zu machen, muss man halt schauen, wo gibt es Bedarf und sich dann wirklich einbringen. Es gibt auch einige Architekten wie den Andi Preuß zum Beispiel, der sich aus Eigeninteresse mit dem Material beschäftigt hat, auf die Sanierung sich spezialisiert hat von alten Lehmbauten. Der spricht sich dann sehr schnell herum und er hat schon sehr viele Baustellen mittlerweile in diesem Bereich oder Dachbodenausbauten mit Lehm auch integriert. Es ist sehr viel eigentlich noch an Eigeninitiative gefragt. Nicht jeder hier wird ein Büro finden von den Absolventen, wo Lehmbauarchitekt oder Lehmbauingenieur werden kann. Übrigens, aber da bleibt noch eine Möglichkeit, das dann selber zu versuchen, weil der Nachwuchs muss auch neue Wege gehen und neuen Mut haben. Und das kann er mit dem Lehmbau. Es gibt genug zu tun. Es könnte auch ein Quantensprung passieren im Lehmbau und die Österreicher kommen genau im richtigen Moment meiner Meinung nach. Wir haben in der Forschung neueste Entwicklungen, die sehr vielversprechend sind, wo es also darum geht, dass man den Lehm rationeller, effizienter einsetzen kann, zum Beispiel mit sogenanntem Lehmbeton. Also Lehm wird gegossen in Schalung, ähnlich wie beim Betonbau. Das ist sehr interessant, da gibt es Forschung an der ETH Zürich zum Beispiel. Und ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig scheint, ist, dass die Architekten endlich das ästhetische Potenzial von dem Material beginnen zu erkennen. Die Resonanz auf der Tagung war extrem positiv. Das Interesse war um einiges größer, als wir erwartet hätten. Wir dachten eigentlich nur daran, einmal zu diskutieren, brauchen wir sowas wie einen Lehmbauverband, ein Lehmbaunetzwerk in Österreich überhaupt? Die Reaktionen waren durchaus positiv. Ja, wir brauchen das in jedem Fall. Also es gab da kaum Gegenreaktionen und da war die Euphorie sehr groß und wir hoffen, dass wir das jetzt einfach weiterführen können und diese anfängliche Energie weitertragen können. Also mir geht es persönlich so, dass es mich natürlich total interessieren würde, das mehr zu vernetzen und das Basemobil oder Lehmobil wäre ein Teil dessen. Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, auf den Bus zur TU mal zu fahren. Und können wir uns den einmal ausleihen? Genau. Ich komme mit. Gut. Und ich denke, dass wir viel mehr Open-Source-Geschichten auch brauchen, dass die Leute wirklich auch mehr das Wissen holen können. Klar, wenn man die Zeit nicht hat, dann ist es wichtig, dass man sich Dinge kaufen kann, auch als Architekt, aber ich denke, wir müssen schon auch viel mehr neu in Open Source gehen, dass die Leute das wirklich sehr auch, die finanziellen Möglichkeiten nicht haben, auch wirklich selber Zugang dazu haben.